Hallo Wasteland, hier ist HD Fallout mit dem nächsten Waffenguide und heute geht es um die Nahkampfwaffe Messers Schneide. Schöne Optik. Guter Schaden, dafür, dass ich mit Nahkampfwaffen überhaupt nicht umgehen kann, war es eigentlich ganz okay. Und du findest die Waffe in der Nähe von Good Springs. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob du die Waffe nicht sogar direkt am Anfang holen kannst, wenn du ein bisschen vorsichtig bist. Und zwar schleichst du dich aus Good Springs davon, und zwar in die entgegengesetzte Richtung von Prim. Ja, also Richtung Norden. Hier oben steht jetzt ein kleiner Hund. Und wenn du das, ein Kojote, und wenn du das wirklich mit Level 1 oder 2 probierst, ich denke, vielleicht kann man vorbeischleichen. Wenn du das schaffst, kein Problem. Dann geht es hier ein bisschen durch die Büsche. Du könntest auch rechts den Weg lang laufen. Allerdings triffst du dann vorne auf Fliegeviecher, von denen ich den Namen vergessen habe. Aber die machen einfach keinen Spaß. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ja. Und um die Waffe zu besorgen, da vorne ist das Grab, da brauchst du eine Schaufel. Wie du an eine Schaufel kommst, habe ich in einem anderen Waffenguide bereits erklärt. Wenn du die Schaufel im Gepäck hast, dann findest du hier Messers Schneide. Ich wünsche dir viel Spaß damit, bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.